Jo, seid mir gegrüßt, meine Freunde. Willkommen zu einer weiteren Folge von I Will Survive. Minecraft, I Will Survive. Hier, wie ihr seht, in meiner Bambushaube. Ja, das ist die letzte. Im Moment läuft sie sozusagen auf drei Pötten. Das ist der vierte. Da setzt ihr jetzt noch den Bambus. Ja, das ist gar nicht so einfach, so was zu bauen. Was war das? Also, meinem Creative, klar, da braucht man sich keine Dings besorgen, keine Items, natürlich zieht man sich aus dem Inventar und zicke zacke geht es los, aber hier im Survival, da muss man sich halt jeden Teil erst ranholen. So, damit ist sie geschlossen, ja, ihr seht. Sie ist komplettito. Jetzt hat sich schon wieder Enderman, ey. Gott sei Dank sind die aggressiv, ey. Weil ich war hier vorhin AFK, da war ich auch in Enderman. Aber ich hoffe, die reißen mir die Blöcke da nicht raus, ey, aus der Farm, ey. Die läuft schon eine ganze Weile. Ich habe erst das untere gebaut und schon mal angeschmissen, damit schon ein bisschen was vorproduziert. Ja, das hier, der äußere Ring. Wir sind jetzt mal ganz oben. Das ist der Ausschalter, ne, der die Farm ausschaltet, wenn die Kiste den entsprechenden Füllstand erreicht hat. Oh, da fehlt eh, da sehe ich gerade. Oh, Scheiße, ich habe die gerade alle weggeschmissen. Kaki. Okay, ich habe ihn aufgesammelt. Ja, manche fallen irgendwie nicht runter. Das ist auch nicht so schön. So. Dürften überall welche sein, oder? Ja, das Problem ist halt, dass die halt. Ne, hier fehlt auch einer, oder? Ach ne, der steht da. Dass die halt willkürlich irgendwo auf dem Block wachsen, ne? Und nicht immer genau in der Mitte oder so. Das ist so ein bisschen. Ne, hier ist halt der Ausschaltmechanismus. Der hat beide Seiten. Ja, ich habe festgestellt, dass wir sie statt 15, 16 lang gebaut haben, aber who cares? Ich hoffe mal, dass es überall anders einer ist. Ja, unten ist es schwierig nachzukontrollieren, weil da müsste ich halt erst wieder reingehen. Ja, hier kommen noch ein paar Dinger her, hier. Ne? Ja, hier wieder, das habe ich invertiert, damit die Fackel aus ist und wenn halt hier ein Signal ankommt, geht die Fackel aus und die an und damit schließen sich alle Kolben und die Farm ist aus, weil die muss ja nicht sinnlos Dings muss ich ja keinen mehr brauchen. Ja, hier, das wird noch, da habe ich schon einen Plan, ich habe mir hier eine kleine Brücke rübergebaut, der Raum wird noch ein bisschen weiter ausgebaut, der Tunnel hier, das da hinten hin, das mache ich auch nicht bloß um Bock und Laune habe. Wo ist er? Hier, Kompostierer. 19, 13, glaube ich, habe gezählt, brauche ich. So. Die Spur habe ich hier hinten lang gelegt, die Ausschaltspur. Weil da brauche ich ja nicht irgendwelche sinnlosen Überquerungen bauen, dann kommt die genau hier an, wo ich so brauche. Das fand ich sehr schön. Ich hasse das. Ja, toll. Jetzt habe ich den Stück hier reingeschmissen. Nein, nicht da. Ja, sag ich doch.
Das ist dafür da, dass halt die Saugfunktion sozusagen abgestellt ist. Ne, war doch ein paar zu viel, okay. Und wie gesagt, ich habe die direkt hier darüber geführt. Die Kolben, die ein paar sind jetzt unter dem Redstone, es geht halt nicht anders. So. Ja, und wieder, ich habe das bewusst zweireich gemacht, damit es halt etwas schneller füllt und so weiter. Ja, ja, hier kann, da kommt auch noch gut auf. Ja, aber ich hier jetzt noch irgendwas baue, dass man leichter hochkommt. Eigentlich will ich jetzt die. Die Dingsblöcke nicht unbedingt hier stehen lassen, die größten Blöcke. Gucken wir nicht, dass da oben noch einer drauf liegt. Vielleicht brauche ich mir hier drumherum noch so eine Art Laufsteg oder so. Das werden wir dann sehen, wie wir das machen. Ja, ihr seht, die Ernte schon regelmäßig halt ab. Obwohl ich mich frage, ob die vielleicht doch noch ein bisschen schneller, also ein bisschen größer sein könnte. Aber eigentlich sollte ich jetzt mit 4 Einheiten, also hier wieder geht die unser Ausschaltmechanismus lang. Ja, aber hier halt, ja, ach ja, und ihr habt es vielleicht schon gesehen, das Flex wegen, wie ihr hier seht, habe ich nochmal umgebaut. Nur wegen Flex. Und habe hier Seelaternen reingemacht, statt die Glowstone-Dinger. Weil die natürlich viel teurer und wesentlich schwieriger zu bekommen sind als die Glowstone-Dinger. Die Glowstone-Dinger kann ich einfach erhandeln. Von den Villagern. Und die Dinger hier muss ich halt selber zusammenfarmen. Ja, mal gucken, wie weit sind wir jetzt. Also die beiden Dinger schon zum Voll. Ja, gar nicht mal so übel. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt meine. Oh, diese Fliege nervt mich hier, ey. Ich muss jetzt natürlich noch die Befüllungsgeschichte und so weiter machen. Dazu muss ich halt diesen Ofen hier abreißen. Hau ab! Ich habe mir überlegt, ich werde die Lava einmal alle mit rübernehmen und da erstmal verbraten in den Ofen. Warum soll ich sonst mit den Dingern anfangen? Ich brauche nicht 20.000 Lava-Eimer. Und wie gesagt, das ist zwar ein bisschen Verschwendung. Ist zwar ein bisschen Verschwendung, weil wie gesagt, wenn der Eimer brennt, dann leer egal, ob er gerade was brennt oder nicht. Aber. Aber warte mal. Oh. Okay, mein Plan ist doch nicht so gut. Muss ich doch nochmal umbauen, verdammt. Brauche ich doch nochmal eine Menge Repeater.
doch nochmal umbauen. Scheiße. Geht ja sofort an, sobald da was drin ist. Und es soll ja erst dann aufhören, wenn alle an sind. Also wenn einer ausgeht, dann muss ich doch noch umbauen, okay. Dann muss ich doch noch umbauen. Und dann muss ich doch noch ein bisschen Wolle besorgen und dann muss ich hier noch ein bisschen raus machen. Verstärker machen. Okay. Nee. Ja, ich muss noch zwei, mindestens drei eigentlich auch machen. Doch falsch, was ich gebaut habe. Ich wusste, dass es zu einfach gewesen wäre. Es muss ja so sein, dass wenn alle spätestens oder erst wenn alle an sind. Wir sind der eigentlich voll. Nein, hier ist nicht voll, da sind nur den Eimer drin. Wenn alle an sind, dann darf das erste. Ja, ich werde natürlich alles irgendwann auch noch schön bauen. Wie viel Verstärker hatte ich denn da oben noch? Ja, und den reichen die noch. Ja, ich gehe in den Bruchstein, doch, ich hatte hier den Bruchstein. Hier ist Schiefer. Hier, nee, hier. Natürlich mal wieder Nacht. Werden wir eben mal schlafen gehen. Die Truhe muss da jetzt eigentlich auch bald überlaufen, oder? Nee, noch nicht ganz. Ja, bei den Gürteltier, die ist schon voll. Ich nehme an, die werden jetzt noch ein bisschen in die Trichter einsaugen, aber die werden auch irgendwann voll sein. Ja, wir Möhren sammeln. Ich frage mich auch noch, ob ich mir irgendwann die Mühe machen sollte, das Feld mit Trichtern zu unterwandern. Weil dann könnte man halt, wie gesagt, ne, die alle einsammeln automatisch, dann bräuchte ich die nicht immer zu.
kurz noch ein bisschen. Ja, ich denke mal, den Gang werde ich hier auch noch ein bisschen breiter machen. Und ich denke mal, wir werden die Öfen auch alle mit Hebeln versehen, damit ich da die Punkte auch rausziehen kann. Und hier werde ich wahrscheinlich noch irgendwie eine Treppe hoch machen, weil weiß ich noch nicht genau wie. Ja, hier seht, ich habe blaues Eis besorgt. Ich habe festgestellt, dass ich die Eisform gar nicht mehr wirklich brauche, weil ich habe jetzt da, wo wir unser hier Stronghold ist, waren 17. Das ist ein Witz, oder? Vergleiche 18 habe ich noch. Okay, die reichen. Aber jetzt noch eigentlich brauchen ein paar Fackeln. Hier. Die könnte ich komplett erstmal gleich mitnehmen. Habe ich es eingesammelt? Ja. Weil die werden wir da unten brauchen. Ja, ich habe mir überlegt, ich werde wahrscheinlich doch diese Anlage bauen, die, dass das immer gleich alles Blöcke ausspuckt. Ich weiß, das ist ein bisschen verrückt, aber who cares? Aber das, ja, das mache ich, wenn ich Bock und Laune dazu habe. Wir müssen ja nicht verschwenderisch sein, nicht wahr? So. Ah, ich müsste durch noch immer ausheben. Ah, oh, diese Scheißwege nervt mich zu Tode. Ach so, ich hatte ja das ganze Ding mitgenommen. Ne? Hatte ich die Rätselfackel noch nicht rausgenommen? Nee, hatte ich nicht. Okay. So. Okay. Wenn die ausgehen, also wenn alle aus sind, dann soll. Dann soll das auch aus sein. Also solange hier. Hier, ne? Ein Signal lang geht. Hier ein Signal lang geht. Ist dieses Fackel denn aus? Ist diese Fackel aus? Und wenn die Fackel angeht, dann geht die aus und dann hält der Zug an. Also wenn alles, ja genau so ist das richtig. Ja.
Frage ich hier noch von den Steinen? Nee. So ist es richtig. Wenn alle befüllt sind, dann genau, dann sollte das ausgehen. Beiseite schaffen. Hau doch mal ab hier, Fliege, ey. Warum muss diese scheiß Fliege mich nerven? Was habe ich ihr getan? Bruchstein, so. Reisen. Habe ich im Stack die Eimer kommen hier drin. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen hier irgendwann, wann ich das mache, weiß ich noch nicht, aber irgendwann werde ich hier oder hier die Karte in der Truhe, genau, hier war Dingsblöcke. Einmal die vor allen Dingen raus. Muss ja mal in die Bar unten legen. Er könnte natürlich auch den Boden jetzt weiterhin legen, wäre auch noch eine Möglichkeit. Warte mal, ich habe ja jetzt einen Vorrat davon. Hol ich mal kurz welchen. Ich hasse da. Hier hält der Zug an, oder? Das muss auch noch weg. Ah, toll. Hebel. Ah, nee, aber die brauchen wir eventuell.
Voll. Wahrscheinlich war ich alle unterkriegen, weil die Kiste ist ja noch relativ voll da hinten. Wie voll ist denn die? Wahrscheinlich war ich alle rinkriegen, naja, egal. So, hier fährt jetzt die. Ich glaube, ich brauche noch einen Redstone-Block. Weil die muss ja noch beschleunigt werden, die Bahn. Nee. Hat doch irgendwo hier. Hier soll die Bahn jetzt lang fahren. Da ist schon die Wand, ne? Aber eine. Hier müsste eigentlich die Rückgabekiste sein. Mal überlegen. Mal gucken, wie das von draußen denn ist. Wenn ich jetzt hierher gehe, jo, okay, das ist okay. Jetzt habe ich einen groben Vergleich, ja. Die muss hier hin. Natürlich brauche ich normale Schienen. Die da hin? Nee. Oh Mann. Wie hat ich denn das gemacht? Ich glaube, ich hatte die so ein bisschen hier hingestellt, ne? Die. Da könnte man ja eine Beschleunigungsschiene hinsetzen. Frage ich, soll ich hier jetzt hinsetzen oder nicht? Nee, ich glaube, hier setzen wir eine normale. Wir werden ausprobieren, wie das funktioniert, aber. Ah, shit, das geht ja gar nicht. Oder? Hierin leite. Oh, jetzt schon mal die Uni auf der Hand. Thank you.
Okay, gut, hier jetzt eine Fackel in der Hand. Ne? Ich hatte noch eine Kiste hier, ne? Eine Kiste. Eine Logen, eine Kistenlose. Ich brauche nicht zu viel auf der Hand, aber hier habe ich hier welche reingelegt. Ja, hier, okay. Ah ne, warte mal, das geht ja auch nicht. Das geht ja auch gerade gar nicht, sehe ich, mit der Beschleunigungsschiene hier. Na, ja, dann machen wir die weg. Probiert immer mit einer normalen, wir werden sehen. Ja. So, der erste, wo ist mein, hier, der erste Test, der erste Test, ich gehe jetzt mal einen Stein hier rein. Und okay, das funktioniert zum Beispiel nicht. Okay, warum misst der das nicht? Das ist so die richtige Schiene, hä? Wenn er zurückkommt, dann. Hä? Warum misst der das nicht? Fährt in der Ruhe, wenn ich hier hinstelle. Das ist doch die richtige Schiene, oder? Oder brauchen wir die andere? Die Detektor. Ah, ich brauche die Detektorschiene. Wo die jetzt gerade hinten drin. Jetzt kann ich, braucht man für die eine Schiene, ich weiß das ja nicht. Also für die brauchen wir vielleicht noch Gold oder Redstone oder so. Mal gucken. Ah ja, hier Sensorschiene, die brauchen wir. Eine Druckplatte und Redstone brauchen wir dafür. Was brauchen wir dafür, eine Druckplatte? Steindruckplatte. Okay, die habe ich noch irgendwo. Habe ich die schon hier? Ne, die habe ich noch nicht zurückgebracht, glaube ich. Ne? Oder doch hier, da ist er. Redstone. Okay, die brauchen wir, deswegen hat er nicht funktioniert. Okay,
So. Hey, warum fällt denn das Ding immer zu los? Vorher hat es so funktioniert. Oh, das gibt's doch nicht. Okay. Wie gesagt, wir wollen, dass das mit einem. Okay, das Signal ist nicht lang genug. Wir wollen das mit einem. Mit einem Ding funktioniert. Okay, ich muss noch ein. Habe ich noch Repeat auf der Hand? Natürlich haben wir alle weggelegt. Ich muss noch einen Repeat darin bauen. Okay, ja, das ist das Allerwichtigste, dass das auch mit einem Item funktioniert, falls damit er halt wirklich alle. Ja. Okay, das funktioniert schon mal. Oder auch nicht. Verdammt, was ist denn das? Wieso ist denn das jetzt wieder ausgegangen? Warum hat es jetzt einmal funktioniert, beim zweiten Mal nicht mehr? Das ist merkwürdig. Hat es vielleicht damit zu tun, dass der schon auf der Schiene drauf stand? Damit, das gibt es da ja auch nicht. Vielleicht doch hier noch eine Beschleunigungsschiene machen. Weil der müsste auf jeden Fall funktionieren. Warte mal, ich mache mal einen Test. Ah, nee, geht ja gar nicht, nee. Der wollte dir ja fallen lassen. Der wollte dir ja fallen lassen, wenn ich ihn mache. Okay, er wird hier sehr langsam, das ist so ein bisschen
Problematisch. Warum wird er so langsam? Okay, da müssen wir noch was dran bauen. Erstmal brauche ich noch einen. Haben wir noch ihn? Tropenholz. So, die Idee ist, dass ich dann hier hingehe. Denn hier zum Beispiel mit reinmachen und dann soll er das halt verteilen. Nee, geht nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das ist zu langsam. Dann müssen wir wahrscheinlich hier und hier eine Beschleunigungsschiene drin bauen. Dann gucken wir, dass er nicht zu schnell wird dadurch. Sonst muss ich das nochmal irgendwie ganz komplett umbauen. Wir haben ja neulich gebaut hier in der Prototypenwelt. Da muss ich mir das nochmal angucken, wie wir das da gebaut haben. Da war das doch am Anfang auch so, ich hatte das doch irgendwie gekriegt, dass es das nicht mehr so ganz langsam war. Wo hat man das gebaut? Hier. Na ja, gut, hier ist halt nur eh ein Knick drin, ne? Ja, das ist genauso wie der, eben auf 2, eben auf 3. Hier ist halt nur eh ein Knick drin. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es hier. Und hier wurde halt direkt wieder beschleunigt. Aber ich weiß nicht. Schon sagen. Aber das Problem ist ja, dass bei uns das gleich wieder abbiegt, ne? Dass wir halt nicht viel Platz haben für Beschleunigungsstreifen und so. Mich. Die Frage, die ich mir stelle. Wenn ich da jetzt Hallo Otto? Beschleunigungsschienen drin mache. Ja. Ob das denn nicht zu wahnsinnig ist? Aber ich werde es probieren, weil anders fällt mir im Moment nicht ein.
Weil da soll ja nicht so langsam, bleibt ja, warum der Kart so langsam fährt. Na, aber das hat wenig Beschleunigungsschienen, ne? Ah, ich denke mal, wir werden den Part gleich beenden. Ah, wie hat jetzt wieder die Welt geöffnet? Oder die andere haben. Und da muss ich halt noch eine Rückliefergeschichte bauen. Ich denke mal, ich werde die erst provisorisch bauen. Und dann irgendwann, wenn ich viel Bock und Lust und Laune habe, da halt auch noch so eine Werkerstation bauen, die halt gleich Blöcke macht. Denn. Aber ich habe übrigens auch rausgefunden, falls euch das interessieren sollte. Ups. Was war das jetzt ein Stein? Normaler Stein? Ah ja, der soll ja raus. So. Beschleunigungsschienen haben wir noch. Warte mal ein bisschen. Müll hier aus der Hand legen. Die können hier jetzt drin. Die können auch erstmal da drin. So, ich brauche zwei Blöcke. Da haben wir ja genug von inzwischen. Ja, ihr seht, ich habe schon ein bisschen Redstone verbraucht jetzt hier meine ganzen. Also, man braucht halt schon. Durchaus ein bisschen Redstone. Solche Dinge. Okay, passt. Weil man tut die. Könnten wir dann hier oben raus machen. Ja, ich muss nachher mal alles ein bisschen aufräumen, mein ganzes Inventar und alles. Ja, okay, das gefällt mir schon mal gut. Und jetzt müssen wir jetzt hier noch eine Rückbringstation bauen. Die wahrscheinlich mit einem Itemaufzug funktionieren wird. Alle Öfen sind befüllt, hervorragend. Die ersten 10 Damen sind schon raus. Ja gut, Freunde. Wie gesagt, ich bin ja noch nicht ganz schlüssig. Wie soll ich eine Fichte? Ach, die habe ich gerade abgebaut. Ne? Ja, mein Holzding ist auch schon so voll hier. Warte mal, da haben wir noch so ein Ding. Ich kann hier bei dem Waschstuhl zum erstmal rennen. Kompostierer. Kompostierer. Okay, hier hatten wir sogar noch ein paar. Ja, weiß ich auch nicht. Also
Die ist auf dieser Höhe. Eigentlich müsste die jetzt hier rumziehen und dann hier hochfahren. Ja, müsste ja, da würde ja nicht dagegen sprechen, dass das funktioniert. Wir brauchen noch ein paar Beobachter. Ein Auswurfblock oder wie heißt die jetzt? Ein Spender? Nein, Spenderwerfer. Ach, wie auch immer, jedenfalls. Hier ist hier ein Steinziegel drin, hä? Und der hier drin ist. Ach so, wahrscheinlich hat die irgendwo abgeworfen, ist dann drin geflogen oder? Die brennen immer noch. Ach so, ja, die brennen halt weiter, bis der Lava einmal jetzt leer ist, ne? Das ist natürlich ein bisschen scheiße, aber wie gesagt, ist halt das Problem bei Lava-Eimern, ne? Das ist das Problem bei Lava-Eimern, die brennen halt dann so lange, bis sie leer sind, weggebrannt sind. Ne? Wenn du halt ein Item brennst, ne, mein Lava-Eimer brennt eigentlich 100 Items, aber wenn du halt eins brennst und der Rest. Ja, natürlich. Also, mein Freund, ich denke mal, das war's für heute. Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass ich jetzt mit der Bambusfarm soweit fertig bin. Ja, hier werde ich halt noch ein bisschen was machen. Ich denke mal, ich werde die Wand noch ein bisschen umsetzen und so weiter. Ja, das war jetzt dumm. Mit der Ritze, ja, macht aber nichts. Mit der Fackel, mit der Thermik. Ich denke mal, ich werde die Wand hier noch einen rübersetzen. Dadurch werde ich den Dings wahrscheinlich auch einen rübersetzen müssen. Weil mir ein bisschen eng ist und so, ich denke mal, dass hier ein Zweiergang ist. Und ich werde hier halt noch einen Rückholmechanismus bauen. Ja, da werde ich halt noch ein paar Trichter bauen müssen, hilft ja halt nicht. Dann werde ich hier eine Truhe halt hinstellen, wo ich dann das Zeug rausholen kann. Dann haben wir einen Superofen, meine Freunde, der relativ ordentlich funktioniert. Ich frage mich, ob ich den hier auch noch. Ah, nee, geht nicht. Stimmt, ich habe ja schon mit dem Gedanken gespielt, geht der nicht, dann ist der Trichter blockiert. Ja, das ist halt so ein bisschen mein Problem, ne? Dass ich halt alles so gebaut habe, dass das nicht optimal ist. Und dann solche Dinge eigentlich erst bauen und dann den Rest der Geschichte. Aber und jetzt hier habe ich auch keinen Raum mehr, weil hier die Leiter schon ist. Ne? Der Weg nach unten, hier kann ich auch nicht mehr abreißen. Ich könnte mir höchstens überlegen, vielleicht die Rückkühltruhe woanders hinzustellen. Eventuell. Dass man hier halt noch ein Stück nach vorne gehen kann, dass man das noch ein bisschen besser hinkriegt. Mit dem Beschleunigen und so. Aber ja, ich denke mal, das ist erstmal so, wie das ist. Naja, okay, das sollte gewesen sein, meine Freunde. Ja, wie gesagt, das wird dann bald, denke ich mal, möglicherweise, wie gesagt, das Menschen noch dran sein. Wie gesagt, ja, eigentlich hatte ich nicht so einen Plan, hier so einen Ofen zu bauen. Ich habe immer jetzt gemerkt, wenn ich doch ein paar mehr mal Blöcke brennen wollte, dass es doch vielleicht doch sinnvoller ist, ein bisschen größeren Ofen zu haben. Ich meine, natürlich sind 10 Öfen noch nicht die Übermenge, ne? Das geht noch viel verrückter. Ja, und wenn ich Lust und Laune habe, werde ich halt natürlich das Alt noch schön bauen. Und ich werde hier wahrscheinlich so ein Dingens hinbauen, wo die alle noch verarbeitet werden. Das werde ich wahrscheinlich noch machen. Da habe ich Bock auf irgendwie, keine Ahnung. Aber ich denke mal, das erste Ziel wird sein, also außer wir im nächsten Part, ich weiß noch nicht, das schon im nächsten Part machen, ja, das muss ich mal gucken. Ich werde vor allen Dingen hier noch ein bisschen was machen. Mir schwebt da schon ein bisschen was vor.
erstmal alles aufräumen und so weiter. Ach ja, hier, das werden wir auch wegmachen, das Loch. Ja, das Problem hierbei ist, dass halt sehr schwierig zugänglich alles ist. Ne? Also, wie gesagt, vielleicht werde ich hier noch ein bisschen was bauen, dass das besser funktioniert. Ja, die ist jetzt nicht wahnsinnig mega effektiv, diese Farm. Vielleicht hätte ich doch mehr bauen müssen. Vielleicht sind 4 Einheiten doch noch nicht genug. Aber vielleicht, wenn ich viel Lust und Laune und Bock habe, vielleicht kann ich die immer noch mal irgendwann machen. Das ist ja kein Problem, das zu erweitern, das ist ja überhaupt kein Problem. Oder wenn man vielleicht ein paar Stunden stehen müsste, um Seelaternen zurück zu Kraft. Weil man, wie hat, ihr seht ja, ich habe hier 2 Stacks Seelaternen drin und dafür braucht man schon eine ganze Menge Zeug. Und da braucht man 4 Stacks, also für einen Stack, also insgesamt 8 Stacks, von den, ich weiß nicht, glaube ich, Prismarinsplittern, glaube ich, ne? Und nochmal 5 Stacks von diesen anderen, also die Scherben, ich glaube die Scherben, die anderen die Scherben, glaube ich, die hellen, ne? Also die dunklen, die dunkelgrünen, das sind die, ne? Da braucht man 4 von, also 8 Stacks und 10 Stacks, also für 2 Stacks, insgesamt 10 Stacks von diesen anderen, von den helleren, und, ne, weil die sind schon sehr, sehr teuer, also ne, die brauchen wirklich 9 Dinger. Und wie gesagt, ich meine, wenn man die halt AFK farmt, da werden die nicht so wahnsinnig häufig droppen. Wieder welche, zack, zack. Nochmal, zack, zack. Geil. Und nochmal, zack, zack. Ja, wir werden alles noch ein bisschen verschönern und so. Und dann hier extra schon einen Weg rüber gemacht, der Weg nochmal. Ich denke, ich habe, um mal ein bisschen zu sagen, wie weit ich mir vorschwebt. Ich werde die andere Seite auch noch ausbauen, auf 2 vielleicht, mal gucken. Und dann werde ich hier so einen schönen Bogen rüberbauen. Mit ein paar Stufen und so weiter. Also die ganze Straße lang unten kommt auch über Tafzi und auf der anderen Seite kommt auch eine Reihe Glas hin. Ja, darum hatte ich zufällig noch so eine Steindruckplatte, ne, weil ich hier ein paar für machen musste. Das ist der Wasserstrom, der funktioniert ganz gut. Der Blaueis habe ich, hab da wieder bei unserer Dings hier, ne, bei der Stronghold. Der Berg da drüber, da ist ganz viel Eis. Da, wenn ich nochmal brauche, kann ich da immer noch jede Menge holen. Ja, wird noch nicht drin sein. Ja, hier das wird auch ungefähr halb voll, wird die Truhe sein irgendwann, wenn die Farm aufhört zu arbeiten. Eine Reihe jetzt fast. Naja, also meine Freunde, das sollte gewesen sein für den Part. Bis zum nächsten Mal. Und auch wieder schauen. Die brennen immer noch hier. Ja, die werden die ganze Eimer jetzt leer brennen. Das ist leider so. Der ist schon aus. Das heißt, der Eimer müsste schon... Nee, den hatte ich schon mit weg. Okay, also. Ciao und bis dahin, meine Freunde.